Bei Colorado beim letzten Mal erstmal in Sicherheit gebracht. Leute, willkommen zurück zu Paper Mario. Uff, okay, gut. Wir sind jetzt immer noch dabei. Ja, also an sich, ja, wir müssen erstmal das Rätsel der staubtrockenen Vorposten erstmal rausfinden. Oder wie, ah, und vor den Typen da wegrennen. Und ich glaube, ich suche jetzt echt erstmal die, naja, die Oase, von der wir schon erfahren haben. Ich hoffe, ich werde dabei nicht entdeckt. Oh Gott, der Wirbelsturm. Der ist auch hier. Irgendwo Südosten soll die sein, ne? Hat uns diese komische Maus erzählt. Hoffe ich mal. Alter, die euren Diebe, ey. Ich habe ja keinen Bock. Keine Lust auf die Diebe. Aha. Was haben wir denn hier? Also, oh, ein bisschen Cash. Hoffentlich kommt keiner. So. Okay, Geld, ja. Wird mir eh gleich wieder geklaut. Ihr seht doch schon kommen. Boom, Alter. Die Wüste ist voll riesig, ja. Ich glaube, so viel gibt es in der hier gar nicht. Muss man mal genauer schauen. Also, aber die Oase, Leute, ich weiß genau, was. Ah, weiß genau, was es auf der Oase zu finden gibt. Und deswegen will ich da auch unbedingt hin. Wo war denn die? Wow. Okay, warte mal. Ich glaube, ich gehe einfach mal jetzt weiter schon Richtung Osten. Bin ja, glaube ich, sogar wieder fast ganz unten. Bin ich schon wieder. Wie groß war die denn? Okay, ich bin ganz unten. Bam, bam. So, erstmal hier kurz. Okay, nix. Da. Ja, die Wüste ist groß und voller Heimtücke. Ne, was soll man da machen? So, ich bin jetzt richtig gleich am südlichsten und wahrscheinlich auch am östlichsten Punkt, den es gibt. Habe ich ein bisschen Angst vor, aber... Nee, noch nicht ganz. Oh, schön, wenn keine Gegner da sind, die mir Angst machen. Ah! Wow. Alter, richtig viele! Oh, shit. Okay, es sind nur zwei, die könnt ihr kriegen. Voll mit dem Powerhüpfer. Und tschüss. Oh je, ein bisschen das Timing üben. Okay, Mist. Down. So, wenn es nur so wenig sind, dann riskiere ich doch alles. Oh je. Aua, mein Cash. So, jetzt mache ich ihn aber platt, Mann. Und da reicht ein normaler Angriff aus. So, schön Cash fallen lassen. Zack, und es kommt wieder zu mir zurück. Alter, Gumbario hat es eingesammelt. Gumbario! Das ist doch unser Geld. Ja, okay, gut. Du hast recht. Und tschüss. Ach, man war das gönnen. Ist aber schön, dass man so richtig cool darauf hingewiesen wird, wo die Oase ist. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Mann! Wenn das nur... Ja, das sind mir schon wieder viel zu viele, ey. Da hab ich gar keine Lust drauf. Das sind zu viele. Tschüss. So, was man bloß, wenn man da Geld verliert, ist richtig doof. Okay, gut. Oh, scheiße. Okay, Oase wird schön angezeigt. Oh, ja. Guckt mal, Leute. Das Ding hier ist unfassbar wichtig. Das ist ein Superblock. Damit kann einer deiner Freunde aufgestuft werden. Er gewinnt nicht nur an Angriffskraft, sondern er lernt auch eine neue Fähigkeit. Welcher Mitstreiter soll denn aufgestuft werden? Und wisst ihr was, Leute? Natürlich haben wir jetzt die Auswahl zwischen vier Leuten. Aber ich würde echt erstmal Gumbario aufstellen, weil der hat dann echt einen Sprungangriff mit 2 Damage. Also macht er dann statt 2 schon 4 Schaden. Und das ist wohl gar nicht so schlecht. Und er erlernt Aufladen. Diese Fähigkeit macht ihn stark. Das ist auch geil. Er hat dann quasi seinen eigenen Charge eingebaut. Ihr wisst schon, den man auch pro Kampf unendlich lange boosten kann. Und dann den einen Angriff ausmerzen kann. Koopa erlernt Multi-Rempler. Den Gegner wird sehr übel werden. Das ist aber an sich auch nicht schlecht. Ich glaube, da kann ich alle Gegner richtig wegballern. Glaube ich. Sie erlernt Powerbombe. Die Bodengegner werden es hassen. Und er erlernt den Abtransport. Sagt Tschüss zu einem Gegner. Das ist das Lähmste. Naja. Ich nehme aber erstmal Gumbario. So, soll dieser Mitstreiter aufgestuft werden? Na klar. Und Leute, also ab jedem Punkt jetzt kommen diese Superblöcke auch häufiger. Wir werden alle noch aufstufen können. Ich werde sowieso alle finden, ne? So, los Gumbario. Yeah, Gumbario wurde in den Superrang aufgestuft. Sehr, sehr schön. So, und hier muss ich jetzt mal genauer gucken. Kann ich mir irgendwie was machen? Hier sind wir jetzt noch keine Gegner. Oh, hier kann man sich auch noch heilen. In den Büschen ist aber nichts. Auf den Bäumen ist Geld. Oh, richtig nice. So. Ich muss ein bisschen ballern. So, was hat die Maus gesagt? Das ist hier... Was gibt's hier? Genau. Zack, eine Limette. Eine Frucht aus der Oase. Stellt 3 BP wieder her. Gib mir mehr. Nein.
So, und ich glaube, das müsste so gewesen sein. Ich weiß bloß nicht mehr, wie man das erfahren soll. Ich glaube nämlich, so ein Ding muss man dem Typen ergeben, der meint, ja, freudige Menschen sind spendabel. Eine Zitrone. Ein KP und ein BP wieder her aus der Oase. Nimmst du noch irgendwo einen Sternsplitter? Wäre voll fies. Ich glaube tatsächlich eher nicht. Nur ein bisschen Geld noch. Gut, okay. So, die beiden Sachen habe ich. Eins davon will er, glaube ich, haben. Ich probiere es einfach mal aus. Und dann muss ich halt normal hierher kommen. Oh Gott. Die ganzen Gegner, die nerven. Vor allem die ollen, ne? Nee, die ollen Banditen, ey. Die sind richtig mies. Vor allem, wenn so viele sind. Ich habe noch gar keinen Poki angegriffen, aber der wird schon früh noch kommen. Okay, ach, bin ich ja schon da hier. Die Oase war gar nicht so weit weg. Jetzt haben wir schon richtig im Süden als abgeguckt. Bloß wir waren noch nicht einmal im Norden der Wüste. So, wartet mal. Ich will mal ganz kurz nochmal. Vielleicht hat der Gumbario so ja einen Tipp. Vielleicht war das Gumbario, der das sagt. Oh, hey, hier ist wieder der Quizmo. Na, Typi? Quiz. Und hier ist wieder ihr allseitsbeliebter Quizmaster, Wim Quizmo. Willst du es versuchen? Ja, gibt einen Sternsplitter. Runde 2, Leute. Dann kommen wir mal zur Frage. Frage. Oh, oh. Von welcher Farbe sind die Blöcke, die du mit einem ersten Hammer zerstören kannst? Na, die sind gelb. Ja, da kommt der Donut aus seinem Hut. Korrekt. Gratulation, du bist voll korrekt. Hier ist dein Sternsplitter. Dankeschön. So, dann hast du bis jetzt 2 Fragen richtig beantwortet. Viel Glück beim nächsten Mal. Nun denn, ich hoffe, bis bald. Zoom. Stup. Und weg. Eleganter Abgang, muss man ja sagen. So. So, hier, kriegt man es kurz. Gumbario, wer ist denn das? Das ist Sheik. Ja, Leute, das ist auch wirklich... Hier gibt es auch wirklich eine ganz lustige Anspielung auf The Legend of Zelda. Ja, aber das kommt, glaube ich, noch. Das kommt noch. Das ist Sheik. Oder Schick. Sheik. Ich nenne einfach Sheik. Er sollte sich mal den Staub abklopfen. Wenn ich nicht wüsste, dass er ein wichtiger Informant ist, würde ich mich von ihm fernhalten. Er ist unsere beste Quelle für alle Arten von Klatsch und Tratsch. Für unser Abenteuer ist er sehr wichtig. Okay, Gumbario sagt das auch nicht weiter. Okay, dann gebe ich einfach mal... Freiwillige Menschen sind sehr nett. Nette Menschen erfahren etwas. Nette Geschichten. Okay, dann gebe ich ihm mal was. So, ich glaube halt, eine Limette ist sein Lieblingsding oder irgendwie sowas. Hier, Mann. So, du gabst mir viele Dinge. Sehr netter Kerl. Netter Kerl. Oder ich habe jetzt einfach nur das dritte Ding gegeben. Mein Name ist Sheik. Ich handle mit Informationen. Dinge, die andere nicht wissen. So, netter Kerl. Was möchtest du wissen? Oh, Lieblingsessen. Ach so, man muss ihnen einfach echt 3 Sachen geben. Okay, gut, dann mag ich einfach nochmal ihr Lieblingsessen. Eine meiner Lieblingsfrüchte beginnt mit Z und endet mit E. Sie ist gelb und sehr sauer. Sie duftet so frisch. Man findet sie nur in der Oase außerhalb der Stadt. Wenn du zur Oase gehst und eine für mich holen würdest, wäre ich bereit zu glauben, dass du ein wahrlich netter Kerl bist. Denn nur die nettesten der netten Kerle dürfen Mustafa sehen. Suchst du nach Wissen, musst du mir noch mehr geben. Hast du verstanden? Okay, es reicht. Okay, alles klar. Tja, dann auf Wiedersehen. Gut, okay, ich glaube, ich habe das Wichtigste, habe ich ihm jetzt schon gefragt. Ding, ich habe ja noch eine Zitrone, geben wir ihm die mal. Feige Menschen sind sehr, sehr nett. So, ich gebe dir mal eine Zitrone. Bitte, Mann. So. Oh, himmlisch, eine Zitrone. Das netteste aller netten Dinge. Weil du mir mein Lieblingsobst gebracht hast, ist deine Nettigkeit bewiesen. Und weil du so nett bist, werde ich dir etwas sehr Nettes erzählen. Okay, Wo ist der Auserwählte? Mustafa. Wo ist der denn? Um Mustafa, den Auserwählten, zu finden, gehe in den Laden in der Stadt. Kaufe zuerst einen Trockenpilz, gefolgt von einem Staubhammer. Du musst sie unbedingt in der richtigen Reihenfolge kaufen. Zuerst den Trockenpilz, dann den Staubhammer. Das ist ein geheimes Zeichen, die nur die Leute von Mustafa kennen. Okay, kaufst du diese Dinge in der richtigen Reihenfolge, wird dich der Ladenbesitzer zum Auserwählten führen. Zu The Chosen One. Aber kauf die Waren ja nicht in der falschen Reihenfolge ein. Suchst du nach Wissen, musst du mir noch mehr geben. Hast du verstanden? Es reicht. Es reicht jetzt. Okay, dann auf Wiedersehen. Sehr schön. Viel Glück bei der Suche nach Mustafa. Netter Kerl. Okay. Alles klar, Leute. Nice. Also muss ich ihm einfach 3 Sachen geben und dann kann man ihn halt echt Sachen fragen. Und das Wichtigste ist halt echt Lieblingsessen, was doch an sich am absurdesten wirkt. Ne? Hä, staubtrockene Ruinen? Wo sind die Ruinen und so? Das sind eigentlich Fragen, die einen eigentlich interessieren. Aber nee, Lieblingsessen. So schön random Faktor in dem Game. So, und das übrigens, was wir jetzt machen, hätte man auch vorher machen können. Man muss das halt echt nicht mit Mustafa, muss man echt nicht mit ihm
Um da rauszufinden, wo der ist, muss man das echt nicht machen. Mit Sheik hier erstmal reden, da kann man auch einfach so kaufen, dann weiß man schon Bescheid. Und dann gibt es da sogar auch eine kleine Anspielung und dann sagt, im Endeffekt heißt es dann, oh, wie hast du das denn rausgefunden? Das war doch so ein Geheimnis, ey, du musst richtig gut sein oder so, irgendwie so. Aber ich wollte euch den richtigen Weg zeigen, ne? Also, halt mal her, einen Trockenpilz, bitte. Trockenpilz, 2 Münzen. Aber bist du sicher, dass du es haben willst? Klar, Mann. Sehr schön, danke. So, und dann noch den Staubhammer. Ein staubiger alter Hammer. Wirf ihn nach einem Gegner. So, Staubhammer, kostet 2 Münzen. Bist du sicher, dass du ihn haben willst? Klar. Sehr schön, danke. Oha. Wie, was? Einen Staubhammer nach einem Trockenpilz zu kaufen, ist ein geheimes Zeichen, das nur die Freunde von Mustafa kennen. Das heißt ja, ihr kennt Mustafa. Hallo, meine Freund. Freut mich, dich kennenzulernen. Gibt es irgendwelche Fragen, die ich dir beantworten kann? Na, wir suchen die Ruinen. Ihr möchtet Mustafa treffen? Ja, okay, den müssen wir ja vorher erstmal treffen. Normalerweise befindet er sich am höchsten Punkt des staubtrockenen Vorpostens. Suche einfach den Weg nach oben, mein Freund. Okay, toll, wie soll ich denn da hochkommen? Suche einfach den Weg nach oben, mein Freund. Was meint er denn jetzt damit? Sollte er nach oben kommen? Ich glaube, das wird sich gleich zeigen. Ich würde an sich einfach hier in hochspringen. Aber das geht halt nicht. Oh, doch, geht. Oh. Oh. Richtig cool. Wer ist denn das hier? Hallo? Verrat's nicht weiter. Wenn diese Frau einen Zauber auf dich legt, kann dir das im Kampf sehr nützlich sein. Zum Beispiel könnte deine Angriffskraft stärker werden. Oder aber du erhältst 2 Münzen für einen Sieg. Aber auch noch andere, viel merkwürdigere Dinge könnten geschehen. Aber verlass dich nicht auf diesen Zauber. Er wird sicher nicht in jedem Kampf wirksam werden. Er kann sehr hilfreich sein, ist aber auch völlig unvorhersehbar. Genau, hier wäre so eine Magierin jetzt versteckt. Hallo du, geht's dir gut? Bist du traurig, aber... Oder frohgesmut? Die große Merle... Was? Merle? Man mich nennt. Kein hübscheren Mann kennt. Großen Zauber ich vermag, doch umsonst ich nicht ihn sag. Das Glück war bisher hold dir sehr, hast dich noch gebracht hierher. Mein Zauber dir sehr helfen kann, doch keiner weiß ob oder wann. Willst du es wagen und hören, was die Karten sagen? Ja, klar, leg mal los. Hervorragend, genial, auf welchen Spruch fällt deine Wahl? Am besten der mit der höchsten Zahl. Special Magie, richtig krass. Normale Magie, Minimagie, und an sich kann das ja echt nicht schaden. Ich mach mal Minimagie. Einfach so. So denn, wir sind bereit. Und jetzt geht's los. Das war ja eine coole Lichtshow. Ich bin mir sicher, vor meiner Macht nimmt sich deine Gegner in Acht. Selbst wilde Bestien werden weichen, beim Anblick eines Zaubers erbleichen. Also gut, bis später dann. Wir sehen uns wieder irgendwann. Wenn ich mehr Cash habe, muss ich normal zaubern. Okay, gut, ich glaube, kann man hier vorher noch gar nicht hin? Ich habe doch versucht, darüber zu springen, oder? Egal. Ey, Moment mal. Sheik ist weg. Sheik? Sheik, was zu... Sheik, du hast ein Loch in deinem Haus. Aber okay. Wo ist der hin? Na, ist so lustig, dass man hier einfach jetzt aufs Dach kann. Aber so ein ähnliches Rätsel mit diesem Gegenstand in einer Reihenfolge kaufen, den gab es ja auch im Nachfolger bei Paper Mario 2. Oh, ein Brief! Was ist das denn? Ein Brief an die reisende Nomadenmaus am Straßenrand. Ha! Und die ist ja auch da. Können wir dann ein Sternspiel abgreifen? So, okay, wartet mal. Gumbario, ich muss hier mal kurz zu Power Carry switchen. Weil er muss ich mich hier rübertragen. Hui! Alles klar. So. Sheik, was machst du denn hier? Ach, hey netter Kerl, so trifft man sich wieder. Ich bin froh, dass du mich gefunden hast. Ich bin Mustafa. Ich bin derjenige, den du die ganze Zeit über gesucht hast. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, benutze ich den Namen Sheik. Es ist immer schön, einen wirklich netten Kerl kennenzulernen. Ich treffe viele Leute, aber du bist mit Abstand der netteste Kerl von allen. Oh, danke schön. Dein Name ist also Mario. Ich höre, dass du zu den staubtrockenen Ruinen willst. Ich habe das Gefühl, dass du auf einer sehr wichtigen Mission bist. Daher werde ich all das Geheimnis für dich lüften. Die Ruinen sind von großer Bedeutung. Meine Vorfahren bewachten sie seit vielen Generationen. Wenn ich das ganze Gesocks nicht von ihnen fernhalte, wer soll es dann tun? Du musst mir versprechen, dieses Geheimnis niemandem zu verraten. Außer Paracarry, der neben mir ist. Ich überreiche dir dies.
Was ist das denn? Das Plus-Juwel. Nee, das Puls-Juwel. Pulsieren pulsiert schneller, wenn man sich den Ruinen nähert. Ja, das ist auch richtig cool. Alter, dieses Puls-Juwel ist der Schlüssel zu den staubtrockenen Ruinen. Bring ihn in die Wüste. Kommst du in der Nähe den Ruinen, der Nähe der Ruinen, beginnt das Juwel über deinen Kopf zu leuchten. Je näher du kommst, desto schneller blinkt das Juwel. Folge ihm, wohin es dich führt. Finde den Ort, an dem das Juwel am schnellsten blinkt und benutze es, um den Weg zu eröffnen. Sehr, sehr nice. Dankeschön, Mustafa. Aber erstmal hier, jetzt müsste Gumbario über ihn... Jetzt kommt nämlich, glaube ich, die Zelda-Anspielung. Oder? Ja. Da-da-da-dum. Ja, also, ne? Da-da-da-dum. Sheik hat seine wahre Identität preisgegeben. Ja, Ocarina of Time, ne? Das heißt wohl, dass er der Boss ist, von dem alle reden. Oh, eigentlich habe ich erwartet, dass Mustafa etwas cooler aussehen würde. Nicht so laut, Mann. Ja, ist klar. Kleine Zelda-Anspielung ist doch immer mal wieder nett, ne? Gumbario weiß eben, wie er mich happy macht. So gut, okay. Da ist einer irgendwo hier hinter? Nee. Irgendwas die Heimat hier? Ein Block oder sowas? Nee. Okay, gut. Ich gehe jetzt halt mit dem Pulsjuwel mal suchen. Guck, mir nur irgendwas. Warte, was hat denn so für Items dabei? Ein Trockenpilz ist halt mega schlecht. Da habe ich noch Pilze dabei. Und sonst echt fast gar nichts. Na gut, aber. Donnerblume wäre natürlich besser. Gehe ich erstmal schnell zu der Mauso-Nomade, weil die hat einen Brief, den sie braucht. So, warte mal, genau. Power Carry. Power Carry, bitte, komm mal raus. So. Und das Juwel wird dann aufmerksam auf sich machen. Und ich weiß auch schon, dass es eher in nördlicher Richtung liegt. Deswegen werde ich auch als erstes erstmal hingehen. Wow. Wow, wow, wow. Na, da, die Musik. Aha. Okay. Aber erstmal hier. Hallo. Na, gehst du von hier aus in Richtung Südosten, gelangst du zu einer wunderschönen Oase. Zitronen und Limettenbäume. Geil! Man kann sich dort wunderbar ausruhen. Doch leider, ey, du hast Postmann. So, ey, sind Sie nicht Nomadimaus? Mein Name ist Paracarry, ich bin der Postbote. Ich glaube, Sie haben einen Brief. Ich habe einen Brief für Sie. Einen Moment, bitte. Ja, bitteschön. Voll cool. Paracarry, ey. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postbotes nie zu Ende. Oh, ein Brief von Mustafa. Ich kenne den Namen, aber ich kann mich nicht erinnern, zu welchem Gesicht er gehört. Auf jeden Fall herzlichen Dank für die Zustellung. Erstaunlich, dass ihr mich hier draußen gefunden habt. Das Reisen in der Wüste ist sehr gefährlich. Passt gut auf euch auf. Ach ja, nimm dies als Zeichen meines Dankes. Zögere nicht, nimm es ruhig. Yeah, scherz bitte. Okay, gut. Danke. So. Okay. Der Stein reagiert. Das ist gut. Ich muss mal wieder kurz zum Gumbario, weil das ist unser stärkster Partner. Der Stein reagiert, Leute. Ja, sehr schön. Ich glaube, das mache ich noch. Ich finde das jetzt noch. Denn aber wird der Part auch schön beendet. So. Ja. Ja, ja, ja. Es wird wärmer, Leute. Oh Gott. Oh Gott. So, jetzt muss wo, ne? Okay, es ist halt schon an sich sehr gut. Oha. Oha, ist sehr, sehr gut. Aber es gibt oben weiter. Ah. Ich habe den Ort gefunden, Leute. Ich habe ihn gefunden. Was wird jetzt passieren? Oh shit, Leute. Gumbaro, bist du bereit? Klar, Mann. Und einsetzen. Überall ist es zu spüren, dass die staubtrockenen Ruinen erschienen sind. Sau cool. Richtig cool. Leute, wir haben es geschafft. Die staubtrockenen Ruinen sind da und sie sind offen. Und wir werden sie beim nächsten Part betreten. Und ja, das ist auch ganz sicher quasi, sag ich mal, jetzt, ja, der nächste, Alter, wie es einfach dunkel ist und Nacht. Das ist halt jetzt echt schon der nächste Ort, wo auch der zweite Stern gefangen sein wird. Leute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und beim nächsten Mal gehen Gumbario und ich mal gucken, was da drin los ist. Ciao!